alle kennen das. Wir lesen die Glaubenswahrheiten in der Bibel, wir hören die Glaubenswahrheiten in den Predigten und wir nehmen sie auch in unserem Alltag auf. Und dann doch kommt die Prüfung. Dann kommt irgendeine Situation, wo wir genau das brauchen, nämlich das Glauben und das Festhalten der Glaubenswahrheiten. Glaubst du gerade jetzt in der Situation, in der du jetzt bist, dass Gott dir helfen will, dass Gott für dich streitet, dass Gott sogar für dich den Sieg vorbereitet? Glaubst du, dass Unmögliches möglich ist bei Gott? Diesen Satz, sollte Gott etwas unmöglich sein oder was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott, das lesen wir dreimal in der Bibel. Und etwas, was mehrfach in der Bibel betont wird, das ist wichtig für uns. Das hat etwas ganz Grundlegendes in unserem Leben, weil der Herr möchte, dass wir gerade das verstehen. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Und so ist es in unseren Situationen auch so, dass wir oft diese Glaubenswahrheiten gerade in den Herausforderungen in Frage stellen. Und als ich über diesen Zusammenhang nachdachte, fiel mir ein anderes Wort aus dem Psalmen ein, da hieß es, ich jagte meinen Feinden nach, bis ich sie aufgerieben hatte. Nun fragst du dich, was hat denn das mit dem Unmöglich und Möglich zu tun? Nun, in unseren Gedanken, in unserem Herzen steht oft ein Widerstand auf gegen Glaubenswahrheiten, weil wir in Bedrängnis gekommen sind. Und da ist es der alte Feind des Unglaubens in unseren Herzen, der uns sagt, Gott wird sich nicht um dich kümmern. Das ist schon das ganz alte Reden des Feindes in der Bibel, wo er schon am Anfang der Bibel redet und sagt, sollte Gott gesagt haben? Er stellt Gott immer in Frage. Er stellt Gott auch jetzt in deiner Situation in Frage. Und das ist der Gedanke des Widerstandes gegen das, was Gott in unserem Leben tun möchte. Und diesem Unglauben müssen wir nachjagen. Wir müssen ihn aufreiben. Wir müssen ihn ausreißen aus unseren Herzen. Der Unglaube spricht immer gegen Gott. Der Unglaube spricht immer dagegen, dass Gott etwas für uns tun will, dass Gott etwas für uns tun wird. Und gerade heute möchte ich dich auffordern, dahin zu gehen und zu sagen, ich reiße diesen Unglauben aus meinem Herzen raus. Ich weiß, dass Gott mehr für mich hat. Ich weiß, dass Gott den Sieg für mich vorbereitet hat. Ich bin auf dem Weg. Ich werde da durchpressen. Ich werde das, was Gott gesagt hat, glauben, auch wenn es jetzt im Natürlichen unmöglich aussieht. Sollte Gott ein Ding unmöglich sein? Das ist ein Satz, der in der Bibel steht, im Zusammenhang mit Abraham und Sarah, als sie diese Verheißung des Sohnes bekommen haben. Und es sah unmöglich aus, im Natürlichen unmöglich. Ich möchte dich heute ermutigen, nicht das Unmöglich zu betonen, sondern deinem Unglauben nachzujagen, bis du ihn aufgerieben hast. Und dass Gott ist alles möglich, in deinem Herzen ganz neu zu fassen, ganz neu zu verankern, ganz neu festzuhalten. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Gott hat mehr für dich.